Willkommen zu einem neuen TechView Vlog und wie ihr schon in dem Titel gelesen habt, gibt es ein neues MIUI 10 Update für das Mate 30 Pro, das einige Änderungen mit sich bringt. Unter anderem im Update Paket 1 gibt es eine neue Navigation, die jetzt ähnlich wie bei Android 10 es einem ermöglicht, zur letzten App zu springen. Also anstatt nur so zu machen und zur letzten App springen zu können, kann man einfach hier unten nehmen und swipen und zwischen den letzten Apps hin und her swipen. Das funktioniert jetzt also auch. Die Android 10 Geste ist jetzt auch mittlerweile in MIUI 10 enthalten und wird vielleicht auch für das P30, P30 Pro und Mate 20er Serie dann auch hinzukommen. Ansonsten gibt es hier noch ein Problem, was behoben wurde mit der Fehlererkennung eines kaputten oder defekten Fingerabdruckscanners. Das also ebenfalls mit an Bord. Was wir uns anschauen können, ist eventuell, gibt es ein neues Update von Android. Android Version 10 sehen wir hier und Sicherheitsstand ist 1. Februar 2020. Da hat sich also nichts getan, was das angeht. Das also das kurze MIUI 10 Update. Ich wollte euch auf jeden Fall darüber informieren. Gerade angekommen, etwa 736 Megabyte groß.